Grüß Gott, liebe Freunde. Hier ist wieder Robert Gethelhohn aus Velten in der Mark. Und wir haben jetzt kurz vor 6 draußen noch um die 32 Grad. Ich würde eigentlich lieber draußen ins Wasser hüpfen, ins Schwimmbecken. Aber leider ist unsere Gartenpumpe kaputt, sodass das Wasser im Augenblick absolut nicht zum Bade ladet. Also sitze ich nun doch hier und mache mit meiner kleinen Vortragsreihe weiter zum Thema des Begriffs des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, dessen Geschichte, dessen Sinn. Und wie ich vor 3 Tagen angekündigt hatte, verweile ich noch ein wenig bei Otto dem Dritten. Wir hatten ja über Otto den Zweiten und Dritten schon geredet. Otto der Dritte scheint mir auf der einen Seite allzu unbekannt, vielfach auch verkannt und jedenfalls in der historischen Bedeutung nicht wirklich bekannt zu sein. Das ist der Grund dafür, warum ich da ein bisschen ausführlicher nun werde. Wie schon angekündigt, möchte ich heute, nachdem wir erstmal einen groben Rahmen kennengelernt haben vor ein paar Tagen, heute in kleinen Kurzporträts 3 wichtige Persönlichkeiten aus Ottos Umfeld vorstellen. Nämlich seine Mutter Theophanu, seine Großmutter Adelheid und schließlich Gerbert von Aurillac, der als Papst dann Silvester der Zweite hieß. Fangen wir an mit Theophanu und mit einer Darstellung, die ich schon mal kurz gezeigt habe vor 3 Tagen. Das ist diese Elfenbeintafel, die Otto den Zweiten und Theophanu darstellt, von Jesus Christus gekrönt. Der Typus des Ganzen ist byzantinisch, das hatte ich auch schon gesagt, wahrscheinlich Werk eines süditalienisch-griechischen Meisters. Wir sehen hier diese typischen byzantinischen Kronen, die Gewänder sind genauso byzantinisch. Die Beschriftung ist lateinisch-griechisch gemischt, der Christus ist der typische byzantinische Pantokrator-Typ, also von der Physiognomie her. So, ich wollte kurz mal auf die Beschriftung noch hinweisen, die eben lateinisch-griechisch gemischt ist. Bei Jesus Christus ist klar, wir haben hier Jesus Christus, links und rechts seines Hauptes, also jeweils Anfangs- und Endbuchstaben, mit dem horizontalen Querstrich drüber, der für die Kürzung steht, also Jota Sigma und Chi Sigma, wie gesagt, Jesus Christus. Bei Otto, linke Hand, ist die Beschriftung lateinisch, auch mit Abkürzung. Wir lesen da also, ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, nicht? Otto Imperman aus. Also Otto Imperator Romanorum Augustus, Kaiser der Römer Augustus. Und bei seiner Frau Theophanu lesen wir, wobei der Name jetzt griechisch geschrieben ist, Theophano Imperator Augustus, also Imp As. An dem Sigma. Achso, ja, das Sigma ist übrigens für Augustus jeweils eigentlich ein griechisches Sigma, aber das kann lateinisch auch so geschrieben werden. An dem auslautenden Sigma oder S erkennen wir, dass die Form Augustus lautet. Das ist ganz interessant. Theophanu ist hier also mit der grammatisch männlichen Amtsbezeichnung Kaiser Augustus bezeichnet. Und nicht etwa mit einer weiblichen Form. Gemeint ist also hier
eben das Amt natürlich, die Amtsbezeichnung unabhängig von dem Geschlecht der natürlichen Person. Interessant ist aber zugleich, dass sie damit durch diese Amtsbezeichnung ihrem Mann als Kaiserin, wie wir es auf Deutsch natürlich sagen, gleichgestellt ist. Gut, nehmen wir das mal erstmal wieder weg. So viel zur Erinnerung. Wie gesagt, das hatten wir vor 3 Tagen schon mal. 2 weitere Bilder von Theophanu möchte ich noch zeigen. Skulpturen genauer gesagt. Das eine ist dieses hier. Das ist, ich glaube, das kann man schon erahnen, eine moderne Arbeit. Diese Skulptur steht vor der Marktkirche von Eschwege, 2006 geschaffen und dort aufgestellt. Die Verbindung zu Theophanu liegt daran, dass erstens das Königsgut Eschwege Morgengabe für Theophanu war und zweitens ihre Tochter Sophia dort später ein Kloster gestiftet hat. Das zweite ist dieses hier am Kölner Rathausturm. Wer aus Köln kommt, weiß das sicherlich. Der Kölner Rathausturm war zerstört, hatte vorher schon viele Skulpturen getragen. Man hat versucht, das wiederherzustellen und das ganze Skulpturenprogramm noch erweitert. Einige wenige konnten aus der alten Zeit wiederverwendet werden. Die meisten wurden neu geschaffen. Dieses hier, das Theophanu darstellt, ist 1990 geschaffen worden von der Kölner Dombildhauerin Elisabeth Baumeister-Bühler. Warum Köln und Theophanu? Sie ist in Köln bestattet, und zwar in St. Pantaleon. Sie war ihrer Herkunft nach eine byzantinische Prinzessin. Nicht die von Otto dem Großen für seinen Sohn Otto II. Eigentlich gewünschte Porphyrogeneta, also Purpurgeborene, das heißt Kaisertochter, sondern sie war wohl die Nichte eines Kaisers, näherhin Tochter eines Schwagers. Und die Byzantiner hatten sich da auch schwer getan und erst die dritte Brautwerbungsmission, die Otto der Große losgeschickt hatte, war schließlich insoweit erfolgreich, dass sie, wenn auch nicht die Kaisertochter, so eben doch die Theophanu mitbrachte. Theophanu hatte, wir erinnern uns an die Geschichte Ottos des Zweiten, der in Italien verstorben ist, 983. Sein Sohn war im selben Jahr, aber noch vor seinem Tode, Otto III. Zum Mitkönig von den Fürsten gewählt worden, auf einem Hoftag in Verona, nach Deutschland gebracht worden, zur Krönung in Aachen. Und unmittelbar nach der Krönung dort traf die Nachricht vom Tode des Vaters ein. Theophanu war auch mit in Italien gewesen, nicht zur Krönung mit nach Deutschland. Sie musste nun aus Italien zusammen mit ihrer Schwiegermutter Adelheid zurückkehren, 1984, weil im Frankenreich nördlich der Alpen der abgesetzte Bayernherzog, schon von Otto II. Abgesetzt, Heinrich der Zänker aus Haft, in der er gesessen hatte, in Utrecht freigekommen war und sich unverzüglich des kleinen Ottos des Dritten, des gekrönten Königs, bemächtigt hatte und sich selbst zum König ausgerufen. Theophanu und ihre Schwiegermutter kehrten nach Deutschland eilig zurück. Sie wurden unterstützt vor allem vom Mainzer Erzbischof Willigis. Die Folge war, ohne das jetzt im Einzelnen darzustellen, dass sukzessive Heinrich der Zänker die Unterstützung anderer Fürsten im Ostfränkischen Reich verlor und sich schließlich unterwerfen musste und
im Sommer 1984 den kleinen Otto, den Dritten, seiner Mutter zurück überantworten musste, im Rahmen einer Abmachung, die für ihn zumindest den Erfolg brachte, dass er sein Herzogtum Bayern zurückerhielt. Theophanu hat von da ab bis zu ihrem Tode 1991, wie alt war sie da jetzt? Ich glaube in den 30ern so ungefähr oder Ende 20 bis Anfang 30. Also von da ab bis zu ihrem Tode tatkräftig und umsichtig die Regentschaft für Otto den Dritten geführt. Sie hat auch dessen Erziehung in die eigenen Hände genommen. Natürlich mit Unterstützung von Lehrern, die dann bestellt wurden, die ich kurz, soweit überliefert, noch nennen möchte. Der erste, ganz interessant, den könnte ich eigentlich auch noch gesondert vorstellen, aber das würde den Rahmen sprengen, der heilige Bernward von Hildesheim. Als Lehrer für Otto zuständig von 1987 bis 92, also mit 7 Jahren wurde der Unterricht begonnen, als Otto der Dritte 7-jährig war. Bis 1992, denn im Folgejahr wurde Bernward Bischof von Hildesheim. Inhalt dieses Unterrichts war neben der geistlichen Unterweisung, und dazu muss man sagen, Bernward war der kluniazensischen Klosterreformbewegung sehr verbunden, und diese ganze Frömmigkeit hat gerade auch die kluniazensische Frömmigkeit über Bernward auf Otto den Dritten eingewirkt. Neben geistlicher Unterweisung natürlich die ganz normalen Dinge, die ein Kind erstmal lernen muss. Also Schreibunterricht, Lateinunterricht, das sind so die ersten Dinge. Und zugleich übrigens war Bernward in der kaiserlichen Kanzlei unter Theophanu als Notar beschäftigt. Der zweite Lehrer war ein sonst nicht bekannter sächsischer Graf Heuko, der für die Ausbildung in den Dingen zuständig war, die ein sächsischer Adliger und zumal ein König so zu beherrschen hatte. Man kann sich also da Dinge wie Kampfes- und Kriegskunst und allgemeine Standes-, Stammes- und Staatsangelegenheiten vorstellen. Und dann kam als dritter Lehrer hinzu, der schon erwähnte, in der vorigen Folge erwähnte kalabresische Grieche Johannes Philagatos. Das war der Auftraggeber der Elfenbeintafel, die ich vorhin am Anfang nochmal gezeigt hatte. Und der später noch als leider als Gegenpapst endete. Also dieser Johannes Philagatos war für den Griechischunterricht zuständig. Theophanu hat über die Alpen gleichsam vielfältige byzantinische Traditionen mitgebracht, ohne dass ihre unmittelbare eigene Initiative dabei immer nachweisbar wäre. In der Regel ist sie das nicht. Sie wird auch in vielen Fällen nicht direkt vorgelegen haben. Das heißt, es war auch ein mittelbarer Einfluss, eine katalytische Funktion, die sie hatte, darin das Abendland durch ihre Person mit Byzanz in Berührung zu bringen. Ganz sicher eindeutig in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Aber auch die Vorstellung des römischen Charakters des Kaisertums hat sie vermutlich zumindest mittransportiert und wahrscheinlich schon zu ihrem Gatten Otto dem Zweiten, erst recht dann zu ihrem Sohn. Sie war bis zu ihrem frühen Tode eine tatkräftige und erfolgreiche Regentin, ganz Kaiserin, die auch urkundete als Kaiser Augustus oder Kaiser der Römer, so wie wir das auf der Elfenbeintafel gelesen haben. Und stand jedenfalls in ihrem verstorbenen Mann in nichts nach und hat ihn und ihren Sohn würdig vertreten.
So, nehmen wir die Bilder erstmal wieder weg. So viel zu Theophanu. Die zweite Persönlichkeit, eben schon erwähnt, ist die Kaiserin Adelheid, die Frau Ottos des Großen. Schauen wir sie uns auch ruhig im Bilde an, auch wenn die Bilder, die ich jetzt zeigen möchte, nicht zeitgenössisch sind. Das hier stellt sie und Otto den Großen dar. Diese Skulpturen befinden sich im Meißner Dom. Wie man, wenn man die Naumburger Stifterfiguren kennt, unschwer ahnt, vom selben Naumburger Meister geschaffen. Oder seiner Schule, aber sicherlich unter seiner Leitung. Entsprechend fallen sie auch in dieselbe Zeit. Das heißt, so ungefähr zwischen 1260 und 80 entstanden. Also beträchtliche Zeit, nachdem diese beiden gelebt haben. Spätstaufisch, ja. Und insofern natürlich keine Porträts. Schauen wir nochmal uns die Meißner Adelheid näher an. Das ist dieselbe Skulptur. Und dann eine andere wichtige, interessante Skulptur ist diese hier. Stellt auch Adelheid dar. Leider habe ich kurzfristig nicht herausbekommen können, von wann die stammt. Aber offensichtlich jüngeren Datums, wesentlich jüngeren Datums. Die stammt aus dem Kloster St. Stephan in Selz im Elsass, das Adelheid gestiftet hat. Und wo sie auch begraben wurde übrigens. Adelheid ist von den jetzt bisher behandelten Persönlichkeiten die erste und einzige heiliggesprochene. Nein, Bernward von Hildesheim natürlich auch. Aber von denen, die ich jetzt eingehender behandle, 1097 wurde sie kanonisiert. Adelheid übernahm nach dem Tode ihrer Schwiegertochter, die sie schon zuvor unterstützt und beraten hatte, noch für 3 Jahre die Regentschaft des Reichs, bis Otto III. 994 oder 94-95, ein ganz klares Datum kann man nicht benennen, dann 14- bis 15-jährig die Geschäfte des Reichs als Kaiser selbst übernahm. Geboren worden war Adelheid etwa um 931 als Tochter Rudolfs II. Von Hochburgund. Sie stammte aus welfischem Hause. Das ist ursprünglich fränkischer Adel. Wir kennen die Welfen ja später auch nördlich der Alpen im Reich wieder als Akteure. Aber damals dort in Burgund. Sie heiratete 16-jährig 947 zunächst Lothar, den König von Italien, also des alten Langobardenreichs. Lothar starb aber schon 3 Jahre später, 950, und Markgraf Berengar von Ivrea riss dann die italienische Krone als Berengar II. An sich und versuchte, Adelheid mit seinem Sohn Adalbert zwangs zu verheiraten. Adelheid weigerte sich aber strikt. Berengar ließ sie ein Jahr später, 951, festnehmen und in einer Burg in seinem Herrschaftsbereich am Koma oder am Gardasee einkerkern. Adelheid konnte dann allerdings in abenteuerlicher Flucht mit ihrer kleinen Tochter Emma entkommen, die später übrigens einen westfränkischen König heiratete, und rettete sich auf die Burg Canossa nahe Reggio Emilia. Und von dort sandte sie
über die Alpen zu Otto dem Großen um Hilfe, den sie übrigens früher schon mal, als sie noch ein Kind war, kennengelernt hatte und Otto noch ganz jung war. Otto rückte daraufhin sehr zügig, noch im selben Jahr 951, mit Truppen an, nahm Pavia ein, die langobardische Königstadt, heiratete Adelheid und ließ sich selbst als Gatten der Witwe des rechtmäßigen Königs zum König von Italien krönen. Und offensichtlich traf beides Adelheids eigenen Plan. Adelheid war Anhängerin der kluniazensischen Klosterreformbewegung, wiederum auch sie, wie wir das schon bei Bernward gesehen hatten. Und das Kloster Cluny liegt in Burgund, nicht? Also sie stand schon von ihrer Herkunft her dem nahe, stand persönlich in engem Kontakt zu dessen Abt Odilo von Cluny. Gestorben ist sie 999 im vorhin erwähnten Kloster St. Stephan zu Selz, das auch ganz von den cluniazensischen Reformgedanken und der dortigen Frömmigkeit geprägt war, wenn auch nicht direkt Cluny unterstellt. Dann nehmen wir diese Bilder erstmal wieder weg. So, um das zusammenzufassen, können wir sagen, Adelheid brachte zunächst mal ganz konkret faktisch Italien ins ostfränkische Königtum ein. Sie führte damit zugleich eine sozusagen transalpine, burgundische und italienische Sicht in die sächsische Herrscherpolitik ein. Also schon ganz klar bei ihrem Sohn Otto II., aber auch bei Otto I. schon erkennbar, wenngleich das sicherlich Ottos des Großen Intentionen auch entsprach. Und sie brachte aus Burgund eine tiefe Frömmigkeit und eben die Verbindung zum Kloster Cluny mit. Die nächste dritte Persönlichkeit, die ich noch betrachten möchte, ist Gerbert von Aurillac, der dann Papst wurde, Silvester II. Gerbert ist von Otto bereits selbstständig an sich gezogen worden. Otto hatte ihn, Otto der Dritte, kennengelernt 996 anlässlich seiner eigenen Kaiserkrönung in Rom. Da war er 16 Jahre alt. Und bei der dann darauf stattfindenden römischen Synode. Neben Gerbert übrigens lernte er dort auch noch Adalbert von Prag kennen. Eine weitere wichtige Persönlichkeit, die ich eigentlich auch nochmal gesondert vorstellen könnte. Adalbert hatte sich damals vorübergehend in ein italienisches Kloster, in ein römisches Kloster zurückgezogen, wegen Verfolgung zu Hause in Prag, und ist schließlich 997, also nicht lange danach, von heidnischen Prußen erschlagen worden, nahe Danzig. Der Leichnam wurde dann nach Gnesen überführt, wo Otto dann ein Bistum errichtete, aber über die Einzelheiten reden wir in der nächsten Folge nochmal etwas ausführlicher. Kommen wir zu Gerbert von Aurillac zurück, der damals Erzbischof von Reims war im Westfränkischen Reich und dort zu Hause genauso angefochten war wie Adalbert in Prag und deswegen nach Rom gekommen war, um seine Sache dort zu vertreten. Zeitgenössische Bilder, wohl gar Porträts von Otto habe ich leider nicht finden können. Ich kann dieses hier zeigen. Das
ist natürlich viel jüngeren Datums. Ich weiß nicht von wann genau. Dürfte in die Barockzeit hineingehen. Das ist aus dem Dom von Bobbio. Warum Bobbio, werden wir gleich noch sehen. Gerbert war 950 in Aquitanien, heutiges Südwestfrankreich, in sehr ärmlichen Verhältnissen geboren worden. Ist dort im Kloster St. Gerald von Aurillac ausgebildet worden, hat daher eine kloniazensisch geprägte Frömmigkeit empfangen. Wir sehen also dieser Einfluss des Klosters Cluny und der dortigen Reformbewegung, der begegnet uns hier sozusagen an allen Ecken und Enden. Das ist also ein wichtiges Element, was für Otto, wie wir später noch sehen werden, eine wichtige Rolle spielt. Er kam dann 967, also 17-jährig, zu weiteren Studien nach Katalonien, wie wir das heute nennen, in die spanische Mark. 4 Jahre später, 971, nach Rom, wo er damals schon Otto den Großen kennenlernte, den damaligen Kaiser, der von ihm sehr angetan war und ihn an die Reimser Kathedralschule vermittelte, deren Leitung Gerbert dann bald übernahm. 10 Jahre später, 981, wurde er Abt von Bobbio. Daher auch das Bild dort im Kloster. Bobbio ist bei die ganz nordwestliche Emilia, bei Piacenza gelegen. Dieses Amt hat Otto der Zweite, Ottos des großen Sohn, ihm vermittelt. 2 Jahre später, 983, nachdem Otto der Zweite gestorben war, ging er nach Reims. Es ist in Bobbio nicht so gut gelaufen für ihn. Und er hat anderswo immer noch ähnliche Schwierigkeiten bekommen. Das lag vor allem daran, weil er versucht hat, dort, wo er hinkam, eben genau die Reformideen von Cluny einzuführen, und stieß immer wieder auf örtliche Kleriker, Domkapitulare, hier die Mönche im Kloster Bobbio, die sich eben in ihrer sozusagen unreformierten, in ihrem unreformierten Leben gut eingerichtet hatten und es so gar nicht abkonnten, wenn da plötzlich so ein Reformer kam, der so ganz fromm war und auf die eigentlichen wesentlichen Dinge, den Orden oder eine Kirche zurückführen wollte, hier in Bobbio zur Regel des heiligen Benedikt zumindest. Ne? Also da erntete er Widersprüche. Gut, er gab sozusagen in Bobbio auf, ging nach Reims und wurde dort immerhin 8 Jahre später, 991, Erzbischof. Hatte da dann aber wieder ähnliche Probleme, ne? Wie angedeutet. Spätestens schon seit den 980er Jahren galt Gerbert eigentlich als der größte Gelehrte seiner Zeit. Und abgesehen von der normalen Gelehrsamkeit in der Philosophie und Theologie und so weiter, stach er besonders hervor in Arithmetik und Astronomie, womit er sich auch sehr intensiv beschäftigt hat, Werke darüber geschrieben hat und so weiter. Das war ihm wohl vermittelt worden, nicht zuletzt durch Kontakt mit arabischen Gelehrten in Katalonien, in der spanischen Mark. Ja, hatte einen arabisch-indischen Abakus, den er benutzte. Das war für die Zeit ungewöhnlich. Er gebrauchte als erster im Abendland, soweit bekannt, arabische Ziffern, bediente sich zur astronomischen Beobachtung eines Astrolabiums und führte das später am Hof auch vor, was also durchaus viel Aufsehen erregte, und
beeindruckte. Jedenfalls war Otto war Gerbert für Otto den Dritten ein idealer Lehrer, der seine universale Bildung, die er schon erhalten hatte, noch vertiefen konnte. Er war aber zugleich ein kongenialer Geist in den Anschauungen über Kaisertum, Kirche und die zentrale Bedeutung der Stadt Rom. Gut, das sind die Dinge, die Personen, die ich hier kurz andeuten wollte. Wie aber auch schon angekündigt, werde ich noch ein bisschen länger bei Otto verweilen. Und da geht es darum, tatsächlich dass wir uns die Jahre von Ottos des Dritten selbstständiger Regierung, also von 994, 95, vor allem 96 ab der Kaiserkrönung, bis zu seinem frühen Tode 1002 näher betrachten, weil das tatsächlich ganz entscheidend ist, sowohl für unsere Frage, die eigentlich ja als Überschrift drüber steht, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, als auch eigentlich wirklich für den ganzen weiteren Verlauf der Geschichte. Natürlich ist Otto der Dritte früh gestorben, aber die Frage, die auch sehr interessant ist, was blieb dann nach seinem Tode, was brach sozusagen wieder ab, die werden wir auch nochmal aufwerfen. Ich sage aber schon jetzt, dass aus meiner Sicht ganz wesentliche Dinge und Weichenstellungen blieben. So, worin das im Einzelnen besteht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin verabschiede ich mich, aber nicht ohne euch meinen Dank zu sagen für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich immer, das kann ich nochmal betonen, wenn ich Rückmeldungen bekomme, auch Rückfragen bekomme. Und wenn jemand vielleicht meine kleinen Vorträge hier weiter verbreiten möchte in den Weiten des Internets, freue ich mich noch ganz besonders drüber. So, also, einstweilen vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.